Tierdrama an einer 20 Meter hohen Felswand zwischen Helpensen und Hameln. Und das Szenario gleicht auch noch einem Krimi. Eine Hündin, hilflos auf einem Felsvorsprung in 18 Metern Höhe. Am Fuße der Felswand im Geröll liegt blutend ein schwer verletztes Schaf. Das Tier muss mit einem Bolzenschussgerät von seinem Leiden erlöst werden. Als der Reporter der Weserbergland-Nachrichten vor Ort ist, rücken die Höhlenretter der Freiwilligen Feuerwehr aus Salzhemdorf-Oldendorf gerade an. Was jetzt bilderbuchmäßig abläuft, sieht wie eine leichte Übung aus, doch es ist blutiger Ernst und auf dem nassrutschigen Felsgelände geradezu lebensgefährlich. Und bei all dem beweist der Vierbeiner eine Art Golden Retriever, Mischlingshündin, absolut die Nerven, genau wie seine Retter. Mitbedacht bereiten sich die Höhenretter aus Salzhemdorf auf ihre schwierige Aufgabe in steile Wand vor. Hier muss jeder Griff sitzen, er entscheidet über Leben und Tod. Kameraden müssen sich gegenseitig aufeinander verlassen können, aber sie haben es sehr oft geübt. Kaya! Kaya heißt die Hündin und der Besitzer schaut bangen Herzens mit seiner Tochter von unten zu. Was wird sich in den nächsten Minuten ereignen? Wird er seine Hündin nochmal in die Arme nehmen können? Das abgestürzte Schaf übrigens ist aus dem Bestand eines heimischen Schäfers. Es hatte sich in dem felsigen Waldgelände an der Glütstraße bei Hameln offenbar verirrt und ist tot. Doch für die in Bergnot geratene Hündin gibt es ein Happy End. Das Herrchen, das die Hündin Kaya beim Spaziergang aus den Augen verloren hatte, kann zusammen mit der kleinen Tochter den vierbeinigen Liebling wieder in die Arme schließen. So viel können wir schon jetzt verraten. Wir fragen uns, wollte die Hündin mit ihrem Mutterinstinkt auf das abgestürzte Schaf aufmerksam machen und war damit selbst in Lebensgefahr geraten? Wir wissen es nicht. Wir werden es wohl niemals erfahren. Jetzt beginnt die kritische Phase des Abstiegs. Wir lassen nunmehr die Bilder sprechen. Sie kommentieren sich selbst.
ergreifender Augenblick, als die Hündin wieder auf sicherem Boden ist, läuft sie zu der Stelle, an der das verendete Schaf lag, und spurtet, schwanzwedelnd, schnurstracks zu ihrem Herrchen und den Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr, so als wolle sie sich nochmals an höchster Stelle bei dem Einsatzleiter der Höhenretter aus Oldendorf bedanken. Ja, Herr Jahn, jetzt haben Sie Ihre Kaja wieder. Kaja. Die Erleichterung ist groß, nehme ich an. Ja. Was ist überhaupt passiert? Ja, wir wollen auf den Finkenboden spazieren gehen, wie immer. Die haut ja nie ab, normalerweise nicht weiter außer Sicht. Aber diesmal waren wir weg. Wir haben gerufen, kam nicht zurück. Ja. Alles und mobilisiert. Auch den Herrn Förster, den haben wir getroffen unterwegs. Er hat auch nachgeguckt, nichts. Waren wir im Tierheim, haben wir im Tierheim gesagt. Telefonnummer hinterlassen. Ja, dann ruft der Förster an. Dass er ihn gefunden hat. Der Hund ist hier am Steinbruch. Ja, schön. Was war das für ein Gefühl, als Sie den Hund da oben gesehen haben? Ja, wir wussten ja erstmal nicht, wo der überhaupt ist. Ja. Dass so viele Einsatzwagen hier sind und so weiter. Oh, weia. Feier runter. Ja, das war natürlich erstmal aufregend. Der Hund ist wieder da, aber trotzdem, der Einsatz. Der geht ihn ganz schön an den Nieren, nehme ich an. Ja. Aber hatten Sie Vertrauen in den Hund, dass er da oben auch so ruhig sitzen bleibt? Ja. Ihr könnt ja nicht weg, nicht hoch, nicht runter, nicht zur Seite. Dann bleibt sie sitzen. Also, das ist ein ganz ruhiger Hund. Nicht wie jetzt gerade, ist ja aufgeregt. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, herzlichen Dank. Dann sind wir alle froh, dass das so gut ausgegangen ist hier. Finde ich auch. Alles klar, vielen Dank. Danke. Ja, Herr Kauert, Sie sind der Einsatzleiter der Feuerwehr. Was für ein Einsatzstichwort hatten Sie hier heute Mittag? Ja, das Einsatzstichwort war Tierrettung, ein abgestürztes Schaf im Bereich eines Steinbruchs. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass noch ein Hund vor so einem Felsvorsprung sitzt. Richtig, in ca. 18 Meter Höhe befand sich ein Hund auf einem Felsvorsprung. Das Schaf lag schwer verletzt im unteren Bereich des Steinbruchs. Ja, das Schaf musste, soweit ich weiß, getötet werden? Richtig, das Schaf wurde von einem Schäfer mittels Bolzenschussgerät getötet. Ja, und der Hund saß dann noch da oben. Dafür, das konnten Sie aber nicht selber machen, dafür musste die Höhenrettung angefordert werden. Richtig, das Territorium hier gab es nicht her, dass wir die Drehleiter einsetzen. Daraufhin habe ich die Höhenrettung Oldendorf alarmieren lassen. Ja. Wie lange hat der Einsatz jetzt insgesamt gedauert? Ja, circa eine Stunde. Ja. Ja, Dirk Habenicht, Sie sind Einsatzleiter hier der Höhen- und Rettungsgruppe aus Oldendorf. Was hatten Sie für ein Einsatzstichwort bekommen? Wir hatten kurz vor 12 Uhr das Einsatzstichwort bekommen, dass ein Hund an einem Steinbruch gestürzt ist, also Tierrettung. Ja, das war so, dem war ein tierischer Einsatz. Genau. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Haben Sie einen Hund schon mal aus so einer misslichen Lage befreit? Wir haben im letzten Jahr in Stadt Oldendorf einen ähnlichen Fall gehabt. Dort ist auch ein Terrier in eine Felsspalte gefallen, also auch am Steinbruch runter. Ja, das heißt, es war nicht ganz neu für Sie heute, dieser Einsatz? Nein, der letzte Hund war ein bisschen kleiner, dieser war ja schon ein bisschen größer. Aber es war der zweite von dieser Art. Richtig, ja. Gab es denn während des Einsatzes irgendwelche Probleme? Ich habe gehört, es war sehr schlammig da oben. Ja, wir sind hier die Treppe, die hier ins Waldgebiet führt, aufgestiegen und oben in dem alten Steinbruch hier wollten wir queren. Das ist aber so matschig und mit Laub da oben versehen, dass es sehr schwerer Weg da oben ist. Und das ist eigentlich das Gefährlichste bei diesem Einsatz war, dass andere Personen da oben von uns ins Rutschen kommen können und hinterher stürzen. Also wir mussten erst eine Eigensicherung oben aufbauen, ehe wir überhaupt die ersten Kameraden ins Seil lassen konnten zu dem Hund. Ja, aber sonst ist der Einsatz zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen. Der Einsatz selbst, den Hund holen, das war kein Problem. Da war ja auch zutraulich, hat keine Angst gehabt vor uns. Also wir konnten ihn sofort auf den Arm nehmen und dann mit runterführen. Das Schlimmste war hier halt, dass das sehr unwegsames Gelände ist und sehr matschig da oben und rutschig. Ja, alles klar.